Hallo und herzlich willkommen bei Odo TV. Im Jahre 1867 entwickelte Heinrich Kaufmann in Solingen ein Klappmesser, das bis heute gebaut wird und das bis heute populär ist. So sieht es aus. Es hat seitdem viele Namen gehabt. Zum ersten Mal populär wurde es so um 1900, also um die Kaiserzeit, weswegen das Messer auch Kaiser-Wilhelm-Messer genannt wurde. Amerikanische GIs gingen dann fälschlicherweise nach dem Zweiten Weltkrieg davon aus, dass es sich um ein Soldatenmesser handelte und nahmen es in großen Stückzahlen mit über den großen Teich. Dort wurde es erneut populär, dann unter dem Namen Black Cat Knife. Den dritten Namen erhielt es schließlich von den Jugendlichen in der Bronx, in den amerikanischen Ghettos, wo es dann zur Gangzeit relativ populär wurde und den Namen K-55 erhielt. Heute ist das Messer unter dem Namen Mercator-Messer bekannt und wird von der Firma Otter in Solingen gebaut. Der Name Mercator, lateinisch für Kaufmann, erinnert also wieder an den ursprünglichen Erfinder des Messers. Jetzt aber genug der Geschichte, schauen wir uns das Messer nun gemeinsam an. Vom Mercator-Messer gibt es eine große und eine kleine Version. Die Klingenlänge der großen Version liegt bei 8,9 cm. Die Klinge der kleinen Variante ist mit 7,7 cm rund einen Zentimeter kürzer. Beide Messer haben eine Spearpoint-Klinge mit einer starken, gut kontrollierbaren Spitze, aber etwas weniger Bauch. Das große Mercator bietet eine 2,5 mm breite und 1,6 cm tiefe Klinge. Die Klinge des kleinen Mercator ist dagegen 2 mm breit und 1,3 cm tief. Beide Klingen sind flach geschliffen, was sie für vielfältige Aufgaben nutzbar macht. Offen ist der große Folder 19,5 cm lang, in geschlossenem Zustand bringt es das Messer auf 11 cm. Die kleine Version hat geöffnet eine Gesamtlänge von 17,3 cm, zusammengeklappt kommt der kleine Folder auf 9,6 cm. Das Gewicht des großen Mercator liegt bei 75 Gramm, das kleine Mercator bringt dagegen nur 52 Gramm auf die Waage. Die Mercator-Messer besitzen keine Washer. Ein Klingenspiel ist nicht vorhanden. Kommen wir zum Material. Bei den Klingenstählen hat man die Wahl zwischen einem rostenden C75 Kohlenstoffstahl und einem rostfreien 4034er Stahl. Beides sind eher traditionelle Stähle mit mittelmäßiger Schärfe und Schnitthaltigkeit. Der Griff besteht aus einem Stück in U-Form gestanztem Stahlblech, welches mit schwarzer, roter oder blauer Lackierung versehen wird. Das klassische Modell besitzt darüber hinaus noch eine goldene Prägung mit der Katze und den Buchstaben K55K. Aktuell bietet Otter Messer auch noch eine Special Edition an, die optisch aufwendig gestaltete Griffe besitzt. Nun aber in die Praxis. Für gröbere Arbeiten sind die einfachen Klappmesser natürlich nicht gemacht. Im Bereich der normalen Arbeiten kommen die Mercator-Messer dank des Flachschliffs dagegen gut klar. Die bei Taschenmessern oft übliche geringe Auslieferungsschärfe ist hier allerdings sehr hinderlich. Deutlich mehr Spaß machen da schon feinere Arbeiten mit dem Messer. Besonders die kleinere Variante kann hier gute Ergebnisse abliefern. Aber auch der große Bruder erledigt Alltagsaufgaben wie Äpfel schälen oder Briefe öffnen schnell und einfach. Allerfeinste Arbeiten hingegen sind wegen der mangelnden Schärfe nicht mehr möglich. Gehen wir zum Abschluss noch auf die Bedienbarkeit ein. Die Mercator-Messer liegen gut in der Hand und sind grifflastig ausbalanciert. Der glatte Griff bietet zwar wenig Halt, dafür aber verfügt das Messer über einen Handschutz. Bei der großen Variante sorgt ein starker Backlock-Verschluss für zusätzliche Sicherheit. Das kleine Mercator hingegen besitzt lediglich einen einfachen Slip-Joint-Verschluss und muss entsprechend vorsichtig behandelt werden. Die Nagelkerbe in der Klinge ist zwar auf Rechtshänder ausgelegt, das Messer kann aber problemlos auch von Linkshändern genutzt werden. Beide Versionen bieten am hinteren Ende eine Fangriemenöse für ein Lanyard. Lediglich die Special Editions besitzen diese Öse nicht.
In das Mercator muss nur sehr wenig Zeit für Reinigung und Pflege investiert werden. Nur die Klingenachse und der Kohlenstoffstahl benötigen ab und zu einen Tropfen Öl. Kommen wir zum Fazit. Das Otter Mercator hat uns ganz gut gefallen. Es ist ein Taschenmesser, das mit seiner schlichten Eleganz den Nutzer in seinen Bann zieht. Dazu ist es ein echter Klassiker der deutschen Messergeschichte, der seit fast 150 Jahren produziert wird. Die einfache, aber robuste Konstruktion hat sich bewährt und wird auf der ganzen Welt geschätzt. Mit den Special Editions bietet Otter darüber hinaus ein frisches Design für all jene, denen die klassische Version zu altbacken ist. Lediglich die geringe Auslieferungsschärfe des Messers hat uns nicht gefallen. Aber gut, wer hier mehr möchte, kann zumindest den Kohlenstoffstahl schnell selbst auf eine gute Schärfe bringen. Preislich sortieren sich die Mercator-Messer zwischen 15 Euro für die kleine Version und 28 Euro für die Special Editions ein.